Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Wild Arms 1. Wir befinden uns hier nach wie vor auf dem Geisterschiff und haben ja in der letzten Folge den Endboss besiegt hiervon. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier nichts mehr zu tun ist für uns. Bis eigentlich auf die drei Truhen, die wir da hätten noch öffnen können, aber an die kommen wir leider nicht mehr ran. Das ist leider schade. Oh! Was passiert hier? Schiff ist mal weg. Und gleich bestes Wetter. Also war das Schiff für schlechtes Wetter verantwortlich. Hey, also falls mal schlechtes Wetter ist, sucht nach einem Geisterschiff. So, ihr habt mir nicht nur einmal, sondern zweimal geholfen. Stolz und Ehre gebieten mir, euch die Benutzung meines Schiffes anzubieten. Ihr könnt damit das innere Meer befahren. Hey, cool. Übrigens, was macht ihr überhaupt in Filgaia? Sie erzählten Bartholomew die ganze Geschichte. Die Dämonen, die Wächter, die gestohlene Träne. Mann, ich hatte keine Ahnung, was da läuft. Aber es klingt aufregend. Überlasst mir und der Sweet Candy das Meer. Der Captain wird ja doch noch zu was nutzen. Captain, ich muss um einen Gefallen bieten. Musste raus, sorry. Ich komme aus Edelheid und die Stadt wurde von Monstern zerstört. Ich will sie wieder aufbauen. Ja, richtig. Du warst Architekt. Mach dir keine Sorgen, wir können auf uns aufpassen. Geh deine Stadt wieder aufbauen. Danke für alles, ich stehe in eurer Schuld. Da dreht er sich im Kreis. Sehr gut. Und geht. Tschüssi. Er ist ein sehr begabter Mensch. Unter seiner Aufsicht wird Edelheid besser als zuvor. Okay, wir bereiten uns auf die Abreise vor. Treffen wir uns am Strand außerhalb der Stadt. Aha, außerhalb der Stadt. Uns gehört jetzt das Schiff, nach seiner Aussage. Also können wir damit das Meer befahren. Und, ja. Ich gehe mal gucken, ob hier vielleicht noch ein paar Sachen angespült worden sind. Manchmal ist... Hey! Na, schau mal einer, guck. Das sind ja unsere drei Kisten. Ziegenpuppe, eine Alkoholfahne, eine Windfahne meine ich. Und ein Wappenbild. Hat sich ja doch gelohnt. Hätte ich gar nicht so viel Zeit verschwenden brauchen in der letzten Folge, wa? Naja, man kann's ja nicht wissen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Hoffe ich. Denke ich. Für mich jedenfalls nicht. So, wir übernachten hier mal kurz für 30 Geller. Ich wollte schon Euro sagen. Aber so weit sind die hier noch nicht, um den Euro zu haben. Und ja, das Ganze speichern wir mal. Dorthin am besten. So, ausgerüstet sind wir. Gegenstände haben wir genug. Ja, ab dafür. Gucken wir uns mal das Schiff an. Ja, wie geil. Ich kann es selber steuern. Das ist wirklich cool. Ja. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich hin muss. Das ist also das innere Meer. Ja. Und dieses möchte ich jetzt erkunden. Einfach gucken. Was ist das denn? Wie? Ich komme hier nicht weiter. Ach, ich komme durch seichtes Gewässer nicht. Na, schau mal einer, guck. So, aber leider gibt es hier auch Zufallskämpfe. Das heißt, die ganze Erkundungstour ist
Ja, wird teilweise des Öfteren unterbrochen und das sind hier mal ein paar neue Harpien, wie es ausschaut. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Stark sind sie schon mal nicht, aber von dem Windmeister lassen sie sich auch nicht gleich. Gellerfresser? Ey, der klaut mir Geld. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, na klar, verwirrt den Jack noch. Aber dafür haben sie echt eine geringe Verteidigung. Na toll. Und Rudi haut daneben. War schon knapp, ne? Ja, ich würde den Verwirrten auch noch weiter verwirren. Ah, sehr gut. Rudi lässt sich nicht beirren. Rudi, ey. Ohne Witz. Tauscht ihn aus. Geht leider nicht. Wir haben ja nur 3 Leute dabei. Ist nicht wie bei anderen Spielen, wo man sich, ja, zwischen 9 Charakteren 3 aussuchen kann. Wäre ja auch nicht schlecht. So. Wir müssen ihn jetzt erstmal von der Verwirrung heilen. Also. So, und hier haben wir doch schon unseren ersten unbekannten Ort. Vulkanenfalle oder Vulkanonfalle. Ja, die Türen sind verschlossen. Kann man sonst noch was? Vielleicht finden wir irgendwo Hinweise. Ja, dieser Tom, der Techniker, der wollte ja nach Edelheit die Stadt weiter aufbauen. Das ist nicht Edelheit. vielleicht hat er ja... Hey, Flaschenpost. Vielleicht hat er ja schon was gerissen. Können wir mal gucken hier. Da ist etwas in der schwimmenden Flasche. Nö. Duplikator. Oder Dupliktor. Mitnehmen. So. Ein Zufallskampf. Gegen die schwächsten Gegner, die das Spiel aufbieten kann. Ja, 546. Warum greift ihr uns dann überhaupt noch an? Wir sind mittlerweile durch die halbe Welt gereist, ja? Da müssen wir stärker sein. Aber das raffen die ja nicht. So, also, nochmal kurz gespeichert. Speichern ist immer toll und hält die Moral aufrecht. Nein, die Motivation. Nicht die Moral. Die Moral ist ja was anderes. Die Motivation. Die Lust am Spielen. So, und dann, ja, sind auch wieder ein paar Leute da. Munition nachladen? Ey, gerne. Super. Cool. Danke. Unsere Stadt lebt noch, deshalb müssen wir sie ständig wieder aufbauen. Ständig. Die wird ja mal wieder platt gemacht, ne? Kommen mal Dämonen, dann kommen mal die Engel. Oh Mann. Ach, das. Ganz im Osten des Inneren Meeres befindet sich ein seltsamer dreieckiger Turm. Hä? Okay, cool. Den äußeren Ozean umgibt das Land, das das Innere Meer einschließt. Ja. Deswegen heißt das ja auch bestimmt Innere Meer. Dies ist nicht die einzige Stadt, die einen Golem fand. Es soll im insgesamt 8 davon geben. Es muss noch mehr Golems geben, von denen wir nichts wissen. Ihr habt nichts von den Golems gehört. Oh oh. So. Du kannst hier nicht mehr durch, dieses Gebiet ist gefährlich. Das Betreten des Festivalsbereiches ist jetzt verboten, es ist dort zu gefährlich. Unweit des Ufers des Inneren Meeres gibt es eine geschützte Ruine namens Riesenwiege. Aha. In dieser Ruine soll ein Riese schlafen. Was? Unweit des Ufers des Inneren Meeres gibt es eine geschützte Ruine namens Riesenwiege. Gut, okay, alles klar. Also könnten wir auch eine Riesenwiege finden. Haha.
Wir wollen nur schnell reparieren, was kaputt ist. Ganz einfach. Total einfach. Der hat überlebt? Mir ist es seit einiger Zeit völlig langweilig. All meine Arbeiten wird von meinem Assistenten erledigt. Wenn du etwas Aufregendes findest, lass es mich wissen. Ich leiste die Gesellschaft. Soll ich mir deine Waffe mal ansehen? Ja, gerne. Ich würde gerne mal die Hand... Oh, um 10, ey. Junge. Ja, nochmal. So, was kostet jetzt? 7000. Ja, komm, hau rein. Um 15, Alter. 10.000? Nein, ist mir jetzt zu viel. Also 55 reicht. Bin ich ja mal gespannt, wie viel das denn beim nächsten Bossgegner mal abziehen wird. Beim Angriff der Monster glaubte ich, dass das... Beim Angriff der Monster glaubte ich, das Ende der Welt sei gekommen. Ah, nicht, dass das Ende der Welt gekommen sei, sondern das Ende... Ach, ist ja auch egal. Ich fühle mich jetzt viel besser, da all diese Reparaturen im Gange sind. Ja, ich fühle mich jetzt auch besser, indem ich dich einfach so gut wie ignoriert habe. So. Ein Buch mit bla bla bla. Schlitz zum Einwerfen? Was kann man denn da einwerfen? Die Medaille? Ja. Möchte ich mal sagen, kein Plan. Willkommen, was kann ich für dich tun? Nichts. Hey, halt! Sei das ruhig. So, tschüssen. Ihr habt zu schwache Waffen. So, Magie, da brauchen wir nichts mehr von. Ich bin Wanderschwertkämpfer. Beim Herumreisen habe ich von Schriftrollen namens Geheimes Zeichen gehört. Geheimes Zeichen. In denen alte Schwertkampftechniken überliefert werden. Wenn du mir eine dieser Rollen gibst, zeige ich dir eine neue Schwertkampftechnik. Kannst du dich im Austausch für eine neue Kampftechnik von einer Schriftrolle trennen? Ja, du hast keine. Toll. Wunderbar. Da ist der Techniker Tom. Hey, ich habe die Pflastersteine in der Stadt ausgebessert. Wow. You are amazing. Die Wächterstatue in dieser Stadt ist zerbrochen. Ich frage mich, ob sie sich für die Stadt geopfert hat. Mal fragen. Und ich habe da gerade hier eine Kiste gesehen. Hallöchen, Kiste. Gehe mal in die Luft. Ein Gegenmittel. Na super. So. Wo war die Wächterstatue? Wir müssen sie zu Ehren der Verstorbenen wieder aufbauen. Ja! Tut es. Aber mit Gebrüll. So. Es ist traurig zu hören, dass die Wächterstatuen eine nach der anderen geschändet werden. Die geschändete Statue von Zeldjuk. Die geschändete Statue von Zeldjuks? Die. Ja, richtig. Geschändete Statue von Zeldjuks. Ach. Auf dem Meer gibt es keine Krankenhäuser. Sei bitte vorsichtig. Ei, ei. Heilung durch Gesundbeten. Moment mal, was für ein Krankenhaus ist das überhaupt? Ja, das reicht mir auch. Dieses Bett ist besessen. Ich erstarre in diesem Bett jede Nacht vor Furcht, denn es ist von Geistern umgeben. Du hast jetzt also ein Schiff. Ich stelle mir nicht gern ein Schiff voller Verletzte vor. Was habt ihr denn mit Verletzte und auf dem Schiff? Da ist gar keiner verletzt. Der Arzt ist ein guter Mann. Ich weiß nicht, weshalb ihn alle hassen. Das Essen hier im Krankenhaus ist scheußlich. Ich will anständiges Essen. Mir hängt der Pups quer. Ich hätte gerne, dass mir einer diesen Pups mal rausholt. Was? Es gibt sowohl auf dem Meer als auf dem Land Monster. Meine Fresse! Wow! Das hätte ich jetzt nicht gewusst, hättest du mir das jetzt nicht gesagt. Der Techniker von außerhalb der Stadt hat die Pflastersteine so schnell repariert, dass ich es bisher noch nicht bemerkt habe. Ja, nee, so eine Veränderung sieht man ja auch nicht, ne?
Alle müssen beim Wiederaufbau der Stadt zusammenarbeiten. Ich habe dafür gesorgt, dass der Wiederaufbau von Edelheid unter der Aufsicht des Wiederaufbaukomitees der Stadt geschieht. Langer Satz. Ruhig ausatmen. Wir brauchen Geld für unsere Wiederaufbauarbeiten. Könntest du 500 Geller für den Wiederaufbau... Ja, na klar, komm hier, hau rein. Wir werden dein Geld vernünftig einsetzen. Wir befinden uns auf dem Weg zur Besserung. Techniker Tom wird das Wiederaufbau-Team leiten. Kann er. Oh, das ist der Bürgermeister. Kenne ich den? Nein. Die Hilfegelder werden auf die Dauer zum Nutzen der Stadt eingesetzt. Ja. So. Aber ich glaube, großartig Interessantes gibt es hier gar nicht mehr, wa? Aber obwohl, es gibt noch eine Tür hier, wenn ich mich recht erinnere. So, Punkt. Und zwar, die man mit einem Duplikator öffnen kann. Und das würde ich doch gerne mal tun. Wenn mich nicht alles täuscht, war das ungefähr hier. Nicht. Verdammt. Das war irgendwo im Keller. Okay, hier war es auch nicht. Wo war die gottverdammte Tür? Habe ich jetzt geflucht? Oh nein. Da. Durch Zauberkraft verschlossen. So. Magisch versiegelte Türen sind mit einem magischen Schlüssel zu öffnen. So einfach ist das. Jawohl. So, Duplikator. Ta-ta-ta-ta. Ein Wappenbild. Ein Wappenbild. Ein geheimes Zeichen. Jawohl. Ein Wappenbild. Und? Hey, ein Wappenbild. Geheimes Zeichen finde ich aber gut, weil dann können wir diese eine coole Technik dort lernen. Die uns dieser eine Wanderschwertkämpfer doch dort anbietet. Mein Gott, lauf doch. Ja. Klingt doch gut. War doch heute mal eine reiche Ausbeute, würde ich dann mal sagen. Aber noch ist nicht zu Ende. Irgendwo hier unten war der Honk doch, ne? Ich glaube, das ist er hier. Ja, richtig. Ja, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du getan hast. Letzten Sommer. So, und jetzt Schriftrolle abgeben. Ja, das ist es. Das geheime Zeichen. Also, nun will ich mein Versprechen einhalten. In allem, was existiert, steckt eine Seele. Du besiegst einen Feind, wenn du seine Seele schädigst. Oder seinen Körper, ohne seinen Körper zu berühren. Du erreichst seine Seele, indem du deine eigene erweiterst. Das ist der Kern der Lehre. Hä? Der ultimativen Schwertkampfmentalität. Okay. Das ist jetzt schön zu wissen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Fähigkeit dadurch gewonnen. Das speichern wir. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, liebe Leute, bis dann und ciao.